Frau Präsidentin, werte Abgeordnete und Regierungsvertreter, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Es war Friedrich Merz, heute Chef im dritten Anlauf der CDU, der Ende der 90er Jahre den Begriff der deutschen Leitkultur in die politische Debatte eingeführt hat. Geprägt hat diesen Begriff übrigens der Politologe Bassam Tibi, ein Migrant aus Syrien, der besser verstanden hat als die linksgrünen deutschen Ideologen, dass verbindliche Wertvorgaben seitens der Mehrheitsgesellschaft essentiell wichtig sind für eine erfolgreiche Integration. Wie recht er hatte, meine Damen und Herren, das können wir fast täglich auf den Straßen, in den Schulen und anderswo in unserem Land beobachten. Schon damals haben die eigenen Parteifreunde Sie, Herr Merz, er ist ja nicht da, ich sage es in Abwesenheit, als einsamen Rufer in der Wüste stehen lassen. Und wo stehen Sie heute? Sie haben nichts Besseres zu tun, als eine Brandmauer gegen die AfD zu errichten und jeden aus der CDU zu werfen, der mit uns kooperiert. Ich sage Ihnen, die Alternative für Deutschland ist die einzige Kraft in diesem Land, die Ihre damaligen richtigen Ideen noch weiterträgt und verteidigt. Und wenn Sie uns zum Feind erklären, dann hängen Sie Ihr Fähnchen in den Wind des Zeitgeistes um der reinen Machterhaltung willen. Das ist schändlich, Herr Merz. Und liebe CDU, kehren Sie um von diesem Verrat an allen konservativen Werten. Nutzen Sie die Chance der Opposition. Machen Sie mit uns eine Politik für Deutschland. Sie von der CDU sind ja leider wesentlich verantwortlich, dass in 16 Jahren scheibchenweiser Deutschlandabschaffung unter Angela Merkel das Modell Multikultur mit gleichrangigen Parallelgesellschaften heute quasi zur Staatsdoktrin geworden ist. Wir haben es gerade gehört. Im Koalitionsvertrag der Ampel nennt sich das beschönigend Einheit in Vielfalt, die aber, Achtung, durch eine ganzheitliche Diversity-Strategie erzwungen werden soll. Frau Staatssekretärin Alabali Radovan, Sie wünschen sich, so lese ich es im Interview, dass in fünf Jahren Deutschland als vielfältiges Einwanderungsland sichtbar wird in den Medien, der Politik, in der öffentlichen Verwaltung. Das bedeutet Quoten nach ethnischer Zugehörigkeit in vielen Fällen, in konkreten Einzelfällen, also gezielte Benachteiligung autochthoner Deutscher bei Stellenbewerbungen. Sprechen Sie uns nicht mehr von Rassismus, wenn Sie solche diskriminierenden Ethnoquoten tatsächlich einführen wollen, werte Ampelparteien. Nicht ethnische Zugehörigkeit darf entscheiden, auch nicht das Geschlecht, sondern einzig die Qualifikation und die Loyalität zu diesem Land und seinen Werten. So steht es im Grundgesetz. Und diese Loyalität erreichen Sie nicht, indem Sie die deutsche Staatsbürgerschaft nach 5 oder gar 3 Jahren verschenken quasi und mehrfach Staatsbürgerschaften zulassen. Ich möchte keine deutschen Polizisten oder Staatsbeamten, die in ihrer Freizeit Erdogan oder anderen fremden Potentaten zujubeln und dort ihr Kreuz machen. Frau Claudia Roth in Quarantäne, ich wünsche von hier aus gute Gesundheit. Wir wissen ja aus YouTube, dass Sie die Türkei lieben, aber gerade deshalb kann Ihnen das ja wohl auch nicht recht sein. Das Bewusstsein, dass Deutschland eine über Jahrhunderte gewachsene Kulturnation ist, fehlt im Koalitionsvertrag fast völlig. Stattdessen lesen wir von Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit und vor allem von Green Culture. Das gesamte Kulturleben soll in den Dienst der grünen Klimareligion gestellt werden. Damit degradieren Sie die Kultur zum Propagandainstrument Ihrer ideologischen Energiepolitik. Schweigen Sie uns bitte künftig von Freiheit der Kunst, denn was Sie betreiben, ist das genaue Gegenteil. Sie untergraben diese systematisch. Ich komme zum Schluss. Die Ostdeutschen haben ein feineres Gespür für solch latent totalitäre Tendenzen wegen ihrer 40-jährigen sozialistischen Diktaturerfahrung. Und wenn der ehemalige Ostbeauftragte Wanderwitz meinte, seine Landsleute seien deshalb noch nicht in der Demokratie angekommen, man könne nur auf die nächste Generation hoffen, dann soll er sich bitte fragen, ob er selbst in der Demokratie angekommen ist nach 40 Jahren Parteisozialisation. Was für eine unfassbare Arroganz der Macht. Sein Herr Kollege, Ihre Redezeit ist bereits überschritten. Sage ich zum Schluss nur, hören Sie auf die regierungskritischen Stimmen aus den ostdeutschen Bundesländern. Bereits deutlich überschritten. Dann kommt dieses Land auch wieder auf einen guten Kurs. Vielen Dank.
Für die FDP spricht jetzt der Kollege Hagen-Reinhold.